Herr Kardinal, wie sind Sie zufrieden mit der Wahl des neuen Vorsitzenden? Sehr, ich freue mich. Ich gratuliere Reinhard Marx sehr herzlich. Ich finde, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Reinhard Marx ist sehr gut vernetzt in Europa, sehr gut vernetzt nach Rom hin. Und ich denke, dass er die Anliegen der deutschen Bischöfe, der Bischofskonferenz und auch der deutschen Kirche insgesamt auch gut in Rom vertreten wird. Also ich bin sehr zufrieden. Glauben Sie, die deutsche Kirche wird davon profitieren, von diesen guten Vernetzungen nach Rom? Ich denke auf jeden Fall. Vor allen Dingen aber glaube ich, dass er jemand ist, der auch unsere Position als Kirche nach außen hin zu vertreten weiß, der aber auch nach innen hin bestimmte Fragen angehen wird. Also ich bin da ganz zuversichtlich und finde, dass wir eine gute Wahl getroffen haben. Jetzt hat er aber schon sehr, sehr viele Ämter und Aufgaben. Glauben Sie, dass das alles machbar ist für eine Person? Ach, das ist bei jedem, der solche Aufgaben und Ämter innehat. Das fängt an bei den politisch Verantwortlichen und das ist in der Kirche nicht anders. Reinhard Marx wird sicher schauen und überlegen, wie er sich da neu aufstellt, wie er sich neu strukturiert und welche Aufgaben er unter Umständen abgeben wird oder zurückgeben wird. Darüber hinaus ist München ein sehr potentes Bistum mit einem großen, gut funktionierenden Ordinariat. Der hat sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochqualifiziert, die ihn in seiner Aufgabe bestens unterstützen werden. Also da bin ich ganz entspannt. Welche Aufgaben sollte er sich als allererstes auf den Tisch legen? Das wird er sicherlich selber für sich erstmal entscheiden müssen. Da bin ich nicht berufen, das jetzt für ihn zu entscheiden. Also ich denke, dass wir insgesamt natürlich schauen müssen, als deutsche Kirche, wie wir uns inhaltlich hier positionieren werden, wie es uns gelingen kann, die Inhalte unseres Glaubens, also mit Blick auf eine evangelisierende Pastoral, das müssen wir natürlich angehen, da müssen wir stärker präsent sein. Und wir werden sicherlich auch eben in den gesellschaftsrelevanten Fragen, insbesondere auch in den Fragen des Lebensschutzes am Beginn und am Ende des Lebens, ich habe ja gestern einiges gerade mit Blick auf Sterbehilfe gesagt, dass wir uns da entsprechend positionieren und da wird er sicherlich auch gefordert sein. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, gern geschehen.